Ein Indianer herzliches glaubt, Willkommen zu einem neuen ich Alan bin eher der Wake Teil. Ich bin's wieder, euer Florian glaube TV, nicht, und in der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Ja, okay. Und wir werden jetzt mal es weiterspielen. Es gab eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Oha. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Kommen Sie, Mister, ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Oh ja, Rose. Wo ist denn der Wohnwagen von Rose? Wo haben wir denn Rose? Ach, da ist Rose, bitte. Ah ja, er humpelt aber auch ganz schön hier rum vor sich, der Kollege hier. Kleine Colonel hier. Colonel Schmidt. Ah, wahrscheinlich ist Rose wahrscheinlich von der Dunkelheit wieder mal besessen. Wie man es kennt. Schauen wir mal. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, ey, komme ich zum Allerbesten. Ah, toll. Diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber sie ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Tja, dann würde ich mal sagen, sieht wohl ein bisschen schlecht aus, ne? Für die Alte. Aber naja, passt schon. Ja, nicht so, dass wir es nicht könnten oder so, aber naja. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit dir reden, Kumpel. Ah, Rose. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hält sich doch ein bisschen seltsam, Rose. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich hab verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Oh nein! Was? Die hat mir was in Kaffee gemacht, die Alte. Ich glaub's ja nicht. Die hat mir was in Kaffee gemacht, die Alte. Alter. Ja, die wurde von der Dunkelheit geholt. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Na toll. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Wow, was ist denn jetzt los? Boah. Ganz schöner Schock, Alter. Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Oh mein sie sagt, Gott. Dass ich so Alice retten kann.
Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Na wunderbar, das kann ja schon mal super werden. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld für dich. Sieht so verdammt gut aus. Willkommen im Oh Dear Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Oh, Rose ist ja nicht mehr zurechnungsfähig, die Alte. Konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Ja, die Zeit drängte. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus. Und waren dort nun schon seit Stunden drin. Dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Tja, und was sagt uns das? Für eine Seite. Verdammt, tja, das sagt uns, wir sollten uns versuchen, nicht mit der Dunkelheit anzulegen. Das ja. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her am Schlaf. Tja, ich will mal nichts sagen, aber das sieht ja hier schon wieder mega verlassen aus. Geht das nur mir so? Thermoskanne, ich habe ja schon kaum noch Leben. Tja, braucht das Auto. Oh nein, gleich wird der Typ auch noch geholt hier. Ist hier noch so irgendwas zu erkunden? Oh, die haben Autos geschlachtet. Naja. Oh, jetzt haben sie es. Jetzt los. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Elaine. Oh mein Gott, was für eine Story. Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Tja, ich bin auf der Flucht. Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wade! Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer! Ausfahren! Durchsucht das Gebiet! Los! Ihr seid gefeuert, wer euch entkommt! Also ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll, aber komm mit der Polizei. Ausschwärmen! Durchsucht das Gebiet! Na wunderbar, jetzt werde ich auch noch verhaftet hier. Oh nein! Da! Da ist er! Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Wo ist er hin? Hey! Als wenn die Polizei nicht schon mein einziges Problem wäre. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Ah, toll, erschossen. Wie soll man denn da vor der Polizei wegkommen? Geben Sie auf, Mr. Wade. Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer. Aufschreiben! Durchsucht das Gebiet! Los, los, los! Ihr seid gefeuert, wenn ihr euch entkommt!
Oh, die Polizei sucht nach mir. Na wunderbar. Also. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Ah, ich hasse es, wenn man nach mir schießt. Alter, ich bin keine Zielscheibe, Leute. Oh, verdammt. Wo ist der hin? Keine Bewegung. Stopp. Wo ist der hin? Ah, toll. Super, ein Schuss und ich bin so gut wie tot, Alter. Verdammt, ich wollte eigentlich noch am Leben bleiben. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang renne. So, wir haben nur keine Ahnung. Wir laufen ja einfach planlos durch den Wald. Er ist weg! Los, Leute, wir müssen ihn abfangen! So, ein Manuskript, dann gucken wir uns das mal an. Schau mal, was das Manuskript so sagt. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Oh mein Gott. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, indem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Und ich dachte, das wäre mein einziges Problem hier. Das ist nicht mein einziges Problem. Dunkelheit ist mein Problem. Alter! Ich dachte. Willkommen der Polizei. Kontrollpunkt erreicht. Puh, das ist ja mal wieder eine spannende Story, Leute. Wir hätten auch da lang gelaufen können. Durchsuch das Gebiet! Ja, ja, die Dunkelheit. Die holt euch alle. Oh nein, die Dunkelheit, die hat euch. Oh, scheiße. Na, herzlichen Glückwunsch. Schlimmer kann es ja heute nicht mehr werden. Oh mein Gott. Ja, also das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keine Monster. Ich habe den Kontakt zu den meisten Männern verloren. Wake steckt dahinter. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Oh nein, jetzt bin ich auch noch fahnenflüchtig. Oh nein, ich glaube, wir sollten an der Stelle erstmal gucken, wir da weiterkommen. Oh mein Gott. So, nächster Kontrollpunkt haben wir erreicht. Na super, jetzt suchen sie nach uns. Die ballern nach mir. Ihr Krähen. Manchmal ist es doch besser, wenn man. Oh. Okay, dann ist der Hubschrauber Geschichte. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen.
Der Hubschrauber ist Geschichte. Ich habe ja keine Ahnung, was oder was da los ist, aber so genau will ich es jetzt auch nicht herausfinden. Aber zumindest brauchen wir Munition, Waffen. Irgendwas brauchen wir. Zumindest, dass wir uns hier verteidigen können. Tankstelle Rose. Da muss keine die Dunkelheit. Ach du Schande. Also wir haben schon ein ganz schön großes Problem hier, muss ich ja mal sagen, dass wir ein ziemlich großes Problem haben. Ja, okay, wir sollten vielleicht mal gucken. So, schauen wir mal. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Oh ja, das haben wir wahrscheinlich. Naja, sehen wir mal zu, dass wir hier weiterkommen. Gegen die Dunkelheit haben wir ja keine Chance. Wir haben ja keine Chance gegen die Dunkelheit. Meine Waffen sind ja weg. Mir wurde ja alles geklaut. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Tja, leider. Oh nein, die Dunkelheit. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Das Dunkle. Ja, das Dunkle möchte mich aufhalten. Aber ich will das Dunkle nicht aufhalten. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Ah, toll. Super. Was macht das wieder für einen Sinn, wenn das keinen Saft hat? Der Generator hier. Ja, ja, die Dunkelheit will uns alle besiegen und möchte uns alle verschlingen und ja. Tasse Thermoskanne. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Oh, Bayer, diese alte Technik ist ja aus den 30ern noch. Oh mein Gott, haben sie sowas benutzt noch? Tja, mal gucken, ob das was wird. Oh mein Gott. Gott zerstören. Oh, es. Oh. Oh, Mann. Der alte Generator. Der ist doch völlig im Arsch hier. Oh mein Gott. Ja gut, okay. Jetzt haben wir es zumindest geschafft. Können wir zumindest weitermachen und schauen, was da so rauskommt bei
müssen uns ja mit den Entführern treffen. Aber da die Dunkelheit ja sowieso keine Chance hat. So, Leute. Oh mein Gott, die Dunkelheit. Macht es uns nicht gerade einfach, die Dunkelheit. Ich habe keine Taschenlampe dabei, alles ist Chicato. So, eine Taschenlampe liegt da schon mal, das ist sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber die Polizei hat hier ich anscheinend... Ich brauchte einen Moment, um die Blendkamera zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1, kommen. Ende. Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Bitte Bericht. Ende. Ah, bitte um Bericht. So Leute, ich glaube an der Stelle machen wir für heute erstmal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und kommentiert doch mal, wie es euch so gefallen hat. Ich würde mich freuen und verabschiede mich an der Stelle mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.